Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Factorio hier aus Die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir müssen ganz kurz was nachgucken, denn mir wurde gesagt, ich hätte irgendeine Tatsache. Stimmt. Ich habe sie eins zu hoch gesetzt. Damit sind wir hier aus dem Kurs, da aus dem Kurs, aber das ist alles nicht so weiter schlimm. Das regeln wir mit den Förderbändern einfach, dass wir bloß die Förderbänder umsetzen hier. Verdammt. Habe ich das wirklich eins so hochgesetzt, ne? Muss ich abgerutscht sein? Aufglitscht. Na gut. Okay, also das regeln wir dann hier oben. Dann müssen wir dann mal hier oben gleich hoch und dann das ein bisschen umbauen. Von Hand. Das kriegen wir dann aber schnell hin. Das, denke ich, sollte kein Problem sein. So, dann eiern wir mal schnell hoch da. Ja, das war nämlich etwas, was ich in dem Kommentar gelesen habe. Oh, im Kommentar gelesen habe und dachte mir so, hä? Wie? Falsch gesetzt? Nein, kann doch gar nicht sein. So, aber ihr hattet mal wieder wie immer recht. Danke für den Hinweis. Ist aber auch nicht was los. Da müssen wir natürlich instant was dran ändern. Das geht so nicht, ne? Wenn wir das falsch bauen hier, dürfen wir nicht. So, hier wird fleißig abgebaut. Da haben wir ja auch jetzt nur die Information gekriegt, wie das geht. Ach so, und ich habe noch eine Information gekriegt. Und zwar, wenn ich L drücke... Wenn ich L drücke, sehe ich alles, was im Logistiknetz drin ist. Mitglieder. Ah ja, 17k. Ach, guck dir, das ist ja mal. Gibt doch nur ein Netz. Danke. Ich will jetzt keinem sagen, wie viele Stunden ich in Factorio schon drin habe. Sage ich lieber nicht. Nein. Das verschweigen wir jetzt. Das müssen wir auch verschweigen, weil wenn ich das jemandem erzähle, dass ich hier bei weit über 900 Stunden jetzt, glaube ich, schon. Soll ich mal kurz gucken? Ich guck mal kurz, ne? Guck mal ganz kurz, ich guck mal ganz kurz. Factorio, Spielzeit, 972 Stunden. Danke, dass ihr mir immer noch was beibringen könnt. Und, ja. Entschuldigung, sorry. Also das ist ja wirklich so. Jetzt machen wir erstmal hier. Das geht ja jetzt ganz einfach hier, ne? Steigen wir mal einfach aus. Hier, das ist ja jetzt nur noch einfach, hier dieses umzusetzen. Da müssen wir jetzt ja wirklich nur ein bisschen quasi nochmal dran gehen hier. Das stört uns ja fast gar nicht. Wenn das jetzt hier falsch ist. Das ist ja dann auch mit dem nach unten hin. Es ist das ja zum Glück, sagen wir mal, so großräumig und geräumig, dass das so offen bleiben kann. So, heißt also, wir müssen jetzt bloß hier quasi die Förderbänder anders setzen. Und dann sollte das eigentlich erstmal hier wieder repariert sein, unser Baufehler. Ja, sehr schön. So, gut, das hätten wir. Dann müssen wir jetzt hier mal ganz kurz die Dinger noch dazwischen setzen. Hier unten muss ich ja nichts setzen. Nee, ne? Nee. So, den dazwischen setzen, den da dazwischen setzen, den hier, den dort. Und jenen hier. So, und dann fahren wir jetzt weiter. Klick. Weiter geht's. Und dann müssen wir natürlich oben das Hirschgeweih jetzt so umbauen. Ist natürlich ein bisschen komplizierter. Aber kriegen wir ja auch hin. So, heißt ja jetzt im Groben und Ganzen. Wir müssen jetzt mal ganz kurz hier. Das ist ja noch richtig so. Das abreißen, das abreißen, das abreißen, das abreißen. So. Dann kommt die komplette Reihe weg. Das wird hier verlängert. So. Dann kommt das Stück weg. So, und dann muss das hier unterirdisch werden. Muss ich wirklich nachgucken, ne? So, und dann muss das hier so. Das ist das Förderband, das ist das Förderband, das ist das Förderband. Und jetzt müssten eigentlich, wenn ich jetzt so unterirdische Förderbänder hier dran setze,
so alle zufrieden sein und gut durchlaufen. So, dann machen wir das jetzt hier unten auch noch. Hier, zack, den müssen wir dann um einen verlängern, den um einen verlängern, den um einen verlängern, den um einen. Ne, der kann so bleiben. Dann bauen wir das hier schon mal dazwischen. Wenn wir es schon haben, können wir es auch nutzen. So, du kommst da dran. Du kommst unterirdisch. Du kommst weg. So. 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 Und dann müsste das... So. Jetzt haben wir den Fehler zumindest ausgemerzt. Nennt man das so? Ausgemerzt? Ausgemerzt ist in der deutschen Politik aber auch schwierig, ne? Könnte man fast so Annegret Kramp-Karrenbauer sagen, dass die ausgemerzt wird. Na, egal. Wer weiß es, ob es so klappt. Gott, schwierig. Gut, aber politische Themen lassen wir mal lieber. So, und hier haben wir auch einen Fehler drin, weil dieses Förderband hier nicht richtig angeschlossen ist. Warte mal, das haben wir ja nicht zusammengesetzt. Das haben wir doch einzeln gesetzt. Dann habe ich das hier auch schon eins zu hoch gesetzt wahrscheinlich. Habe ich das auch schon eins zu hoch gesetzt? Kann das sein? Ja, das könnte sein, dass ich das eins zu hoch gesetzt habe. Ja, habe ich auch. Stimmt, das habe ich auch eins zu hoch gesetzt. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt hier natürlich dann auch noch ein bisschen dran rumdoktoren, dass das hier funktioniert. Aber kriegen wir ja alles hin. Wir sind ja, ne? Ja. Wir sind ja fix. Und gut, so. Okay, haben wir also erstmal sozusagen bei der einfachsten Art und Weise, wie man Fehler machen kann, natürlich auch die Fehler gemacht, die man machen kann. Die Rohrverbinder, die stimmen aber überein. Gut, hier müssen noch ein paar Rohre gesetzt werden. Und jetzt kommt hier nämlich auch schon das erste Modder-Zeugs an, auch was durch die Mitte laufen muss. Und hier draußen laufen dann nachher die anderen Sachen lang, die hier aus dem Komposter kommen müssen. Da müssen wir noch gucken, wie das hier mit der Stromanbindung klappt, ob denn hier, wenn ein Mast da steht, auch ein Mast da ist. Gut, also Materialien müssten ja eigentlich alle vorhanden sein, ne? Die müssen sie unten abreißen, können sie ja den hier oben hinsetzen. Gut, das heißt, wir sind erstmal hier soweit durch. Wir haben die Flüssigkeit hier dran gesetzt, hab noch genügend Rohre über, die ich nach unten ziehen muss. Habe ich hier überall die Flüssigkeit schon richtig dran gesetzt? Irgendwie sehe ich jetzt hier gar keine Flüssigkeiten drin, muss ich mir die Alt-Taste drücken, ne? So, kribbelt gerade in der Nase. Ich hoffe, ich muss nicht niesen. Ich muss doch niesen. Entschuldigung. Oh, das tat ja richtig weh. Sorry. Sorry for that. War wirklich nicht mit Absicht. Manchmal kommt es einfach unverhofft. Kommt es oft. Was? Das darf man aber auch nicht laut sagen. So. Dann machen wir hier, setzen wir hier schon mal die Wasserrohre noch ein bisschen an. Denn da brauchen wir ja noch ein paar Stück von. In unteren Gefügen. Jo, das war ja richtig clever. So. Dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier kommen mit dem Röhrchen. Drupp. Weil das erste Mal Wasser brauchen wir ja doch ziemlich weit unten erst wieder. Genau hier bei den Teilen brauchen wir das erste Mal Wasser wieder. Und zwar brauchen wir es hier in der Höhe, wie das ist. Denn hier ist es alles miteinander verbunden. So. Und das war vorher auch eine Pumpe quasi. Jetzt haben wir zwei Pumpen hier für dieses ganze Leitungsgelöt. Das sollte eigentlich funktionieren. Gut, wir haben natürlich überall Wasserabfall oder beziehungsweise die Wasserabnahmen oder Druckabnahmen überall da, wo wir Abnehmer haben. Dadurch ist die Länge der Leitung natürlich nicht unbedingt optimal. Vielleicht sollten wir hier dann oben noch einen kleinen Tank reinsetzen, der dann volllaufen kann und dann das halt verteilt und da noch vielleicht eine Pumpe dann dran setzen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, damit wir wieder überall genügend Wasserdruck denn in der Leitung haben. Aber das sollte jetzt fürs Erste zumindest die Fehler beheben. War jetzt oder ist jetzt erstmal wichtig gewesen, dass das wirklich passiert, dass wir die Fehler auch beheben.
die quasi gemacht wurden. Ich könnte eigentlich mein Auto mitnehmen, wenn ich jetzt eh nach unten will. So, ach, hier unten muss ich den Fehler natürlich auch noch beheben, weil ich muss hier jetzt quasi das Förderband natürlich auch eins tiefer setzen. Weil sonst klappt das hier ja nicht mit dem Nachbarn, ne? Sonst klappt das ja, dann passt ja das andere nicht da dran. Ah ja, gut, dass mir das noch aufgefallen ist und eingefallen ist, dass ich hier quasi auch noch Bedarf habe an Fehlerbeseitigung. Na, bin ich eigentlich noch dran. So, wie haben wir davon noch? 6, das ist ein bisschen wenig. Ah, da unten haben wir noch 50 Stück. Na, das geht ja dann. Hol die ziemlich. Ah, müssen aber soweit. Müssen aber soweit. So. Gut. Okay, das passt schon mal. Dann würde ich sagen, können wir dieses Blueprint, was wir hier haben, getrost in die Tonne werfen, weil das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Dieses Blueprint können wir auch in die Tonne werfen, brauchen wir auch nicht mehr. Haben wir schon gesetzt. So, dann nehmen wir jetzt das nächste Blueprint uns vor und holen die nächsten Optionen, beziehungsweise ich werde, achso, hätte ich das Auto doch holen können. Ich werde mal ganz kurz das Steine-Blueprint hier rausholen, dieses hier, und werde hier nochmal den Robbys sagen, hey, guckt mal, hier könnt ihr noch richtig schick beilegen. So, da dürft ihr Robbys auch noch was tun. Dafür seid ihr ja da und auch lieb, nett und immer sehr, 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 sehr bevorkommt, dass ihr das schafft. So, hier unten ist eigentlich mehr allzu viel abzubauen. Das ist schon mal sehr gut. Denn jetzt kommen wir in den Bereich, wo wirklich noch richtig viel abzubauen ist, wo auch richtig viel Material drin liegen wird. Ah ja, apropos. Das muss man auch zuschütten. Hier habe ich noch Sand in den Taschen. Nee, habe ich nicht. Jetzt das Auto mitnehmen sollen. Da ist noch nicht Sand drin. Nee, warte mal. So, das müssen wir auch zuschütten. So, hier haben wir dann das nächste quasi Anbau- und Abbaugebiet. Und da sehen wir auch, dass hier irgendwie... Ja, irgendwas ist hier komisch, warum die halt eben noch nicht wieder produzieren. Weiß man nicht. Können wir aber jetzt mal gleich mal nachgucken hier. Du liegst voll und kannst... Achso, du kannst nicht ablegen. Ah, okay, ja, das ist wieder das Problem, das in einer Seite... Ja, okay. So, jetzt brauchen wir hier von diesem Teil quasi bis da ganz runter. Oh, da sind... Wie viele Felder sind denn das? Ui, das ist gar nicht mehr so wenig. Das sind 4 Felder. Jetzt müssen wir ganz kurz mal umzählen. Wirklich 4 Felder? 1, 2, 3, 4, ja. Mal gucken hier. 1, 2, 3... Und da ist da ein Teich drin? Ne, 4. Da ist der erste Teich, ne? Okay. Also hier 1, 2, 3, 4. Okay, das kriegen wir hin hier. Also die 4 Dinger, die müssen wir jetzt hier einmal als Blueprint abziehen und dann nach oben bringen. Und dann müssen wir natürlich dementsprechend Wasser da reinbringen. Und so wie es aussieht, brauchen hier alle nur ein Wasserteil. Naja gut, das werden wir dann sehen. Da werden wir wahrscheinlich nochmal unten drunter, unten nochmal einen zweiten reinbringen. So, dann wollen wir doch mal ein neues Blueprint. Dieses hier, blau. Gut, von hier angefangen, bis dahin rüber und dann einmal runter. Runger, wie mein Cousin immer sagt. Runger. Da nicht drüber großartig, ne? Das ist halt so. Da kommt aus Thüringen, der macht das so. Ist auch nicht weiter schlimm. Darf man keiner. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir nur noch bis dahin das quasi wegnehmen. Und dann müssen wir nachher später da hier unten drinne quasi die, ja, das, was wir hier mit den Förderbändern gemacht haben, auf der linken Seite. Also quasi jetzt machen wir es mal so. Was wir hier denn gemacht haben mit den Förderbändern, das müssen wir natürlich hier unten machen, dass die aufgesplittet werden zu 8 Förderbändern. Das sieht doch aber ein schönes Blueprint. So, das nehmen wir mal raus. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht setzen. Die Masten müssen wir setzen. Dann müssen wir gucken, dass das einigermaßen gut klappt und ähnliches. So, dann nehmen wir die Blaupause mal. Oha. Legen die mal weg, sonst wird das hier nichts, ne? Sonst da merkt man dann, da hat er Last mit. Ist aber nicht weiter schlimm. So, und dann geht's dann hoch und müssen wir den hier sagen, alles abreißen. Und dann sind wieder jede Menge Roboter unterwegs. Momentan sind eigentlich von den Konstruktionsrobotern 13.000 am Schlafen. Also das ist jetzt schon... Die können hier erstmal ordentlich dann wieder was tun. Und wir müssen uns ein bisschen Sand in die Tasche stecken,
und ähnliches. So, und jetzt müssen wir natürlich dann uns bei dem Blueprint darauf einigen, dass wir da natürlich ziemlich in der Mitte stehen. Also müssen wir dann auf der, genau auf der Grenze von den zwei Feldern stehen. Und ich glaube, das müsste hier unten da sein. Also das hier wird nicht bebaut, das wird bebaut. Nee, das wird bebaut, das wird die 4. Also das müsste jetzt Nummer 3 sein, genau. Also stellen wir uns hier genau auf die Kante. Und dann müssten wir eigentlich das Blueprint genau in der Mitte uns hier draufsetzen. Gucken, ob wir das hinkriegen. Wo ist der Blueprint hin? Da. So. Jetzt müssten wir mal wissen. Ja. Ja, das ist die Mitte hier. So, jetzt müssen wir ein bisschen näher ranzoomen an die ganze Geschichte. Dann natürlich auch noch ein bisschen so. Ah ja, jetzt ist natürlich die große Frage. Wo liegen denn da die Anschlüsse? Runter. Warte, das können wir ja auch hier erkennen. Da liegen die Anschlüsse. Hier müssten wir jetzt stehen. Ist das ja, da stehen wir. Das ist soweit korrekt. So ein verrutscht. Okay, hier oben sieht es schon mal gut aus. Auch so von den Abständen sieht es gut aus. Ich glaube, das haben wir richtig gesetzt. Tja, meine lieben Robbys. Ihr habt da richtig was zu tun. Gut, ihr legt jetzt hier gerade Steine, wie die Verrückten. So, dann haben wir hier etliche Aufträge neu mit Rohren und was alles dazugehört. Ich denke mal, wir haben aber auch Rohre jetzt langsam genug im System hoffentlich. Ne? Hier, da kann man... Ah, das ist das... 1000D. So, und wir werden unten jetzt den Abriss hier noch gestalten. So, wo ist denn unsere Abrissschablone? Momentchen bitte. Ah, nee, doch, komm. Nehmen wir einfach so. Und dann müssen wir doch mal unten ein bisschen was abreißen. Dann müssen wir bloß aufpassen, dass wir die Querverbindung der Stromleitung nicht unbedingt abreißen. Das könnte dann sein, dass da vielleicht ein paar Sachen dann nicht gebaut werden, wenn wir die hier nämlich da drin lassen. Es kann nämlich sein, dass das eine ganz wichtige Querverbindung ist. Vom Strom. So, dann gehen wir hier mal runter. Ja. Das geht, hier ist keine Querverbindung vom Strom. Hier ist eine Querverbindung Strom, die müssen wir drin lassen. Wie denn sofort die Förderbänder aufhören, Krach zu machen, ne? Das finde ich sehr beruhigend fast oder beunruhigend. Ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Merkwürdig. Wir sagen einfach mal merkwürdig. So, hier ist auch Stromverbinder unten, die wollen wir nicht abreißen. So, meine Lieben. Gut, also jetzt wandern, ich glaube es sind 400 von diesen Dingern, ne, die wir ja aufgestellt haben. 400 von diesen Baumfarmen, die wandern jetzt quasi... einmal in den Abriss. Jetzt müssten dann hier wieder alle, ja, 17.000 Roboter in der Luft sein. Das sollte auch beim Strom sich natürlich instant wieder bemerkbar machen, wenn alle Roboter wieder arbeiten. Ja, sieht man hier in den Ladestationen und wo nicht überall. Da geht richtig was los. Und jetzt haben sie gut zu tun wieder. Unsere Abrissroboter und hoffentlich machen sie es auch fein und säuberlich. Haben wir alle Lampen an der Hand? Warum haben wir alle Lampen in der Hand? Irgendwo so viele Lampen gebaut? Also mit den Lampen habe ich sowieso mal so vergessen. Das sollte ich auch nochmal mir überlegen, dass ich da mal regelmäßig Lampen baue. Aber schön. Gut, hier ist auch schon der erste Abriss in Gang. Das gefällt mir sehr gut. Es kommt langsam in die Richtung, in die es gehen soll. Und es wird immer schöner und immer besser. Ach. Das ist ein Bild für die Götter hier. Guckt's euch an. Fliegen sie alle hierher, sammeln was auf und fliegen dann weg. Ein riesengroßer Schwarm an Robotern ist hier am Arbeiten für uns. Das ist nicht toll. Ja, das ist richtig toll. So, gut. Ich hoffe, dass ich mir das Stromnetz nicht komplett zerhauen habe, aber ich denke mal, darauf habe ich geachtet, dass eventuell die Leitungen oder die Stromleitungen alle vorhanden bleiben und sind. Wir müssen dann hier diese kleinen Löcher noch zu kitten hier, wo wir Wasser gepumpt haben. Das ist ganz wichtig. Und hier sieht es natürlich richtig wüst aus jetzt. Aber naja, gut. Das sieht auch so ein Bild für die Götter, oder? Sehr schön. Ich finde das wunderschön.
Also wenn man das sieht, wie hier alles arbeitet, toll. Richtig, richtig toll. Ich bin begeistert. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, die Folge hat jetzt ihr Ende gefunden. Wir gehen jetzt noch hoch zum Auto. Ich werde mich währenddessen verabschieden von euch. War noch irgendwas Besonderes? Nee, besonders irgendwas Besonderes, was ich noch erwähnen wollte? Nein, wir haben das mit L haben wir geklärt. Wir haben den Fusch am Bau haben wir sozusagen auch geklärt. Das ist auch durch. Danke für den Hinweis oder für die Hinweise da nochmal an der Stelle. Und dann kann das hier erstmal weitergehen. Sehr gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.